Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Wir sind hier im Festtagsraum für Todesfeiern der kopflosen Geister. Ja, und die feiern hier jede Menge Partys, tanzen, essen und haben eine schöne Musikkapelle hier vorne. Ja, warum auch nicht? Wir sind unterhalb von Hogwarts und hier wollen wir gerade noch so ein bisschen, ja, gucken, was wir öffnen können. Wo uns die Türen noch verschlossen bleiben. Wir brauchen noch einen Demigeist-Mond, damit wir Schlösser der Stufe 2 knacken können. Und wir haben jetzt alle Hausmarken gefunden. Das heißt, wir wollen auch in den Gemeinschaftsraum des Slytherins nochmal zurückkehren und dort mal gucken, was in dieser Truhe ist, in dieser Haustruhe. So, kommen wir hier rein? Nee, Stufe 2. Ja, wie gesagt, ein Demigeist-Mond fehlt noch. So, das sieht doch auch so aus, als wenn man hier durch kann. Schade. Rebellion. Okay, das ist nun ein Badezimmer, eine Toilette. Und hier ebenso, out of order, gucken wir jetzt lieber immer mal rein. So, dann gehen wir mal die Hausmarken ab, die restlichen. Super, ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Ja, eine noch. Das ist die Wunderbar. Letzte Hausmarke. Mal sehen, was drin ist. Mal sehen, was drin ist. Ja, zumindest gibt der Code sich selber ein hier. Okay, und? Und? Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Okay, ein Slytherin-Hausanzug. Nee, Ausrüstung müssen wir. Wo ist er denn? Da ist er. Ein Hausumhang für den gerissenen und ehrgeizigen Slytherin. Du erhältst ihn, wenn du die dedelischen Schlüssel benutzt, um deine Haustruhe zu öffnen. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht können wir ja da unten noch was anderes anziehen. Sieht schon wieder zu normal aus. Oder zu pompös. Oh, das könnte man vielleicht tragen, so ein bisschen abenteurermäßig. Oh, finde ich, passt jetzt gar nicht so richtig. Das würde vielleicht ganz gut passen. Der passt auch nicht. Blau, um Gottes Willen. Oh, das sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, am ehesten passt das sogar, was wir die ganze Zeit schon tragen. Hier ein Schlafanzug. Ja, laufen wir mal ein bisschen mit unserem Slytherin-Umhang jetzt hier rum. Warum auch nicht? Ja, und dann können wir uns vielleicht in den Gemeinschaftsräumen hier auch nochmal umschauen. Beziehungsweise, das können wir auch machen. Ich glaube nicht, dass wir Demigeist-Monde jetzt hier finden. Das können wir machen, wenn wir Stufe 2 für Schlösser knacken freigeschaltet haben. Wo geht's hier hin? Achso, dann sind wir hier wieder. Kommen wir noch weiter runter? Oder sind wir schon ganz unten? Wir sind schon ganz unten. Okay, dann gehen wir mal den anderen Ausgang raus.
Revelio. Ah, guck mal, da ist noch eine Truhe. Da machen wir uns nochmal unsichtbar. Wunderbar. Wo kommen wir hier raus? Mal gucken. Ins andere Gebäude. Achso, dann kommen wir hier wieder raus. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir nach Hogsmeade. Und dann werden wir uns Hogsmeade vornehmen. Und hier jedes Haus und jede einzelne kleine Rille durchsuchen. Wir brauchen halt einen Demigeist-Mond noch. Das muss ja irgendwie machbar sein. Ja, fangen wir vielleicht ein bisschen außerhalb hier an. Was haben wir hier? Boah, Schlossstufe 3, natürlich. Kommen wir nicht rein hier. Ich habe gehört, dass sie mit Clementine Schmetterlinge durch den ganzen Wald gejagt haben. Da oben ist schon mal eine Truhe. Das ist aber auch blöd hier, der Umhang, der Revelio knickt direkt um. Ach Mann. Ich gehe ja schon. Und da bin ich wieder, ohne dass du es gemerkt hast. Revelio. Ein kleiner Friedhof. Ja, wir teilen das mal so ein bisschen auf. Ich würde hier erstmal auf der einen Seite des Flusses bleiben. Damit wir uns hier die Häuser erstmal vornehmen. Gut, da waren wir schon drin. Revelio. Eine Handbuchseite. Oh, was haben wir da denn? So ein bisschen in den Berg eingelassen. Okay, ist aber nichts Besonderes. Schade. So, hier haben wir wieder einen Bilderrahmen. Nur hereinspaziert. Aber Vorsicht. Wir wollen rauskommen. Lumos. Ein Schornstein. Sehen wir. Und das Dorf im Hintergrund. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio. Ach, guck mal, da ist er schon. Da ist er schon, der Schmetterling. Ja, die sind ja meistens nie weit weg. Lumos. Ja, und da oben ist nochmal eine Truhe mit Gold drin. Die holen wir uns auch gleich. Nur hereinspaziert, aber Vorsicht. Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Ja, können wir ja mal gucken, was sie hier zu verkaufen hat. Ah, Moment. Nochmal aus der Sichtweite. Revelio. Ach, hier ist sogar noch eine Handbuchseite. Was haben wir denn da? Baum von Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Dieser große Baum mit gewundenen Ästen stützt das Geschäft Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Okay, dann werden wir wahrscheinlich hier unsere Samen kaufen können für die Alraunen. So ein kleines Kind soll ein Traum vermöbelt haben? Ich kann. Ja, ja, ja. Red du mal weiter. So, hier haben wir eine Keramikmaske. Die ist auf jeden Fall schon mal wieder besser. Aber nicht unbedingt schön. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Okay.
Alles gut, alles gut. Wie bitte? Hier ist jemand gestorben? Ja, ein Glück, dass es nur einer war. Nun denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach etwas um. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Ich sollte... Oh nee, das wollte ich gar nicht. Wir wollen uns die Waren einmal anschauen. Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Samen des chinesischen Kaukohls. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Allraunensamen und Samen der Venemosa Tentacula. Dann können wir die auf jeden Fall auch alle anpflanzen. Sehr Meine schön. Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne. Und dann holen wir uns hier die Truhe von oben nochmal. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, manchmal, manchmal auch nicht. Revelio. So, spring doch da runter. Revelio. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Florfliegen. So, was haben wir hier? Okay, Besen können wir nicht benutzen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Ist auch immer so ein kleiner Punkt sein, wo man auch wieder raufkommt. Sonst komme ich über den Zaun nicht rüber. So, hier waren wir scheinbar schon, haben geplündert. Was haben wir hier? Schlossstufe 3, natürlich. Da kommen wir nicht rein. Da haben wir noch was. Ein paar Eier. Und wieder eine Truhe. Mensch, so kommt man dann doch mal an ein bisschen Geld hier ran. So schnell kann es gehen. Schlossstufe 1, wunderbar. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Revelio. Ein Demigeist? Wo? Da. Cool. Okay, dann warten wir mal fix. Och, wie cool. Ich bin ganz gespannt. Das ist nämlich unser Neunter. Den werden wir dann beim Hausmeister direkt abgeben. Und dann können wir schon mal Stufe 2 Schlösser knacken. Haha. Machen wir direkt. Ohne weitere Umschweife. Genau, der Mann hinter den Monden. Gehen wir zum Lehrerturm. Müssen wir eigentlich direkt dort ankommen. Hallo, Mr. Moon. Ja, wir geben dir die restlichen Monde. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie Allohomora verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohomora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Okay, cool. Suchen Sie diese Monde. Das würde mich beruhigen und wir können herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ja, dann gehen wir hier mal direkt in die Lehrerzimmer wieder. Beziehungsweise Allohomora. In diesen verschlossenen Bereich. Das ist schon unser erstes Stufe 2 Schloss hier. Okay, aber es ändert sich tatsächlich nichts. Also es ist genau dasselbe wie bei Stufe 1 Schlössern. Ich hätte jetzt ein drittes Rad vielleicht noch erwartet oder so. Revelio. Aber nö. Elisar, du hattest recht mit der
Mit den Bow-Truckles. Ich schulde dir einen Knut, Miriam. Okay. Stufe 2 Schloss. Das ist auch so Quatsch, hier hinter einer verschlossenen Tür dann nochmal so eine Truhe zu verschließen. In Stufe 3 würde das Sinn machen, aber nicht nochmal in Stufe 2. Ist einfach nur Beschäftigung jetzt. Ein Vogelscheuchen-Hexerhut. Immerhin, wollen wir den mal direkt aufsetzen. Ja, 56. Ich meine, hier gab es auch noch mehr Schlösser Stufe 2. Deswegen schauen wir uns hier nochmal weiter um. Na, siehst du wohl, da ist noch eins. Motiva, ich habe heute Morgen deinen Brief erhalten und freue mich sehr zu hören, dass es dir und Nazai in Hogwarts gut geht, auch wenn Nazai in letzter Zeit ein wenig schwierig war. Ich nehme an, das war zu erwarten, denn unsere beiden Töchter sind, wie soll ich sagen, sehr willensstark. Wir vermissen dich in Wagwaidu. Es ist nicht dasselbe ohne dich, aber wir verstehen, warum du den Drang verspürt hast, weiterzuziehen. Ich glaube nicht, dass ich selbst unter diesen Umständen je hätte bleiben können. Das Leben treibt uns alle auf so unvorhersehbare Pfade. Man weiß nie genau, was einen erwartet. Nicht einmal diejenigen, die wie du durch das innere Auge... Nicht einmal diejenigen, die wie du das innere Auge haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass dir und Nazai vieles Gutes bevorsteht in Hogwarts oder wo auch immer du hingehen magst. Ich hoffe, wieder von dir zu hören und wünsche dir in der Zwischenzeit viel Glück. Deine treue Freundin Amali. Alohomora. Ach Mann. Noch ein Schloss. Ein gepflanzter Hausschal. Hier noch eine Truhe. Und hier haben wir eine Handbuchseite. Abenteurerromane. Auf der Innenseite des Einbands dieser alten, leicht abgenutzten Reihe von Abenteurerromanen ist etwas skizziert, das wie eine Gazelle aussieht. Vielleicht waren sie ein Geschenk für Professor Onai oder ihre Tochter Nazai. Okay, mehr ist hier nicht. Schade. Mehr war hier auf der Ebene auch, glaube ich, nicht. So, hier war nochmal eine Stufe 3. Da kommen wir immer noch nicht rein. So, da oben ist nochmal so ein Feuerding. Können wir nochmal gucken, ob man da vielleicht rankommt. Ja. Kriegen wir die Seite irgendwie? Ja, so. Sehr schön. Ich glaube, das sollte noch nicht so sein. Da kommen wir nämlich irgendwie nicht hin, aber wir haben sie trotzdem. Ach, guck mal hier. Boris der Bekloppte. Diese Statue eines verlorenen, dreinblickenden Zauberers, der als Boris der Bekloppte bekannt ist, verwirrt die Schüler von Hogwarts seit Ewigkeiten. Kommt er oder geht er gerade? Steht er am Anfang einer Reise oder am Ende? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Wunderbar. So, ich glaube, hier hatten wir schon alles entdeckt. Ja, es sieht so aus. Aber oben war auf jeden Fall auf der Krankenstation noch ein Zimmer, was verschlossen war. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Und hier hinten war auch nichts mehr, ne? Ne, komischerweise dürfen wir uns jetzt hier auch ganz normal bewegen. Hallo, wo wir am Anfang uns noch verstecken mussten. So, dann gehen wir hier nochmal plündern.
Was haben wir da? Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel, anwesende Heilerin Schwester Noreen Bailey, Patientenname Tasmina McLagan, zumindest nehmen wir das an, Alter 13. Die Patientin ist ohne Kopf hereingestolpert gekommen. Nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafsälen durchgezählt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Schülerin mit größter Wahrscheinlichkeit um Tasmina McLagan handelt. Trotz der offensichtlichen Kommunikationsprobleme war ich in der Lage festzustellen, dass das arme Mädchen an Verschwinditis leidet. Ich habe empfohlen, dass sie schnellstmöglich ins St. Mungo Hospital geschickt wird, teilweise wegen der zeitkritischen Natur des Befundes, teilweise weil der fast kopflose Nick um mich herum schwebte und nicht aufhören wollte, neidisch darüber zu stöhnen, wie überaus glücklich sie sich doch schätzen könne. Die Irritation, die er bei mir verursacht hat, war enorm. Und wenn sich dieses Verhalten bei anderen kopflosen Schülern in Zukunft wiederholen sollte, habe ich keine andere Wahl, als den Schulleiter zu bitten, einzuschreiten. Nachtrag: Ich habe erfahren, dass die Patientin sich erholt und bald zurück ins Schloss kehren wird. Ohne erkennbaren Grund scheint Nick mir nun aus dem Weg zu gehen. Man könnte meinen, dass er möglicherweise vorhat, eine ganze Weile wie ein Kleinkind zu schmollen. Revelio. Ja. Okay, das war die Geschichte. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch nichts mehr. Genau, der Uhrenturm, da brauchen wir, glaube ich, noch andere Zauber für, damit wir hier weiterkommen. Und dann können wir, glaube ich, hier auch erstmal wieder rausgehen. Ja, Stufe 3 brauchen wir dann halt irgendwann nochmal fürs Schlösserknacken. Hier haben wir auf jeden Fall eine Tür, die noch verschlossen ist. Und so manche andere auch noch. Gut, Leute, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.